Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit Makedonien und mit einem wunderschönen Rang erhöht ist besser, Kind ist geboren ist noch besser, yay! Super, wie viele Kinder haben wir denn jetzt? Der Nesagoras. Okay. Aber es ist ein Junge, glaube ich. Warte mal, bilden. Der kann gebildet werden. Und der kann, wenn ich Geld hätte. Ja. Wenn ich Geld hätte. So. Jetzt werde ich aber mal ganz geschwind Richtung Seleukia gehen. Und dann. Oh. Ich dachte gerade so. Ja, warte, hier muss es doch runtergehen, aber wieso ist da jetzt Wasser? Ja, einfach mal nach Norden schauen, dann erkennst du es wieder, Tobi. Gut, ja. Baktrien wurde hier von den unseren Pergamonen vertrieben. Das ist herrlich. Und hier, die 10.000 werden hier mal mächtig um Bobbes hauen. Und die Verteidiger Pellas kommen jetzt auch rüber. Tja, ich würde sagen, die Garnisonsarmee machen wir automatisch. Uiuiui. Ja, die Kavallerie kann er immer, also hat er immer noch nicht gelernt einzusetzen. So, Zivil. Und Essen. Und nichts mehr. So, also Autodrüsen sollten jetzt mal auf die Tränendrüse drücken und laufen. Entschuldigung, ich bin gerade ein bisschen aufgedreht. Nam, 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 nam. So, ich glaube, wir haben nichts gemacht und wir können auch nichts mehr machen. Du bekommst nichts. Du, warte mal. Die können jetzt alle mal weg. Dann bekomme ich nämlich auch wieder Geld. Aber wo haben wir gerade die zwei Armeen gesehen? Wahrscheinlich hier in Seleukia. Okay. Ah, ja, Ares Schrecken bekommt aber auch nichts. Gut. Super, super, super. Ah, ich habe ja da oben noch eine Flotte. Rom ist weg. Ah, hier, genau. Oh, oh. Alter, gegen vier. Sollen wir das kämpfen? Alter. Genau gegen Parthien hatte Rom solche so Riesenprobleme. Aber das kommt in, ich glaube, in der nächsten Folge von Rom werde ich das besprechen oder in der übernächsten. Je nachdem, ja, wann ich hier komme. Wahrscheinlich in 5 Folgen oder so. So, wenn ich das mache, also die sind halt heftig. Die sind halt widerlich. Die anderen gehen eigentlich. Die sind widerlich, aber ich speichere mal und ich zeige euch mal, wie man gegen die gewinnt. Also ich versuch's. Das Gute ist, er greift an und
An sich könnten wir uns sogar in den Wäldern verstecken hier oben. Weil Wälder mögen die gar nicht. Beziehungsweise, also, die sind nicht so gut in den Wäldern. Also der Ansturm ist nicht so gut und so weiter und so fort. Und vor allen Dingen in den Wäldern haben die nicht so viel Blick. So, und die Hopliten kommen vor. Das kommt schon mal vor, dass die Hopliten vorkommen. Ach, einfach ignorieren. So. Weil die Hopliten haben bessere Verteidigung als die Pikiniere. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Ah, von da. Das war wunderbar. So. Ich muss halt schauen, dass ich so viele Plänkler-Kavalleristen mit meinen Fernkämpfern bekomme, wie nur irgendwie möglich. Die Frage ist, ob er zieht sich auch zusammen. Und zwar sehr, sehr langsam. Sehr, sehr langsam. Und auch schneller. Flop, 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 flop. So, dann können wir kurz eine Pause machen. Bis die mal hier angetroffen sind. Warte, ich schick mal einen bisschen voraus, damit ich sehen kann, wo er ist. Okay, da hinten. Okay, er geht langsam auf mich zu. Okay. Alles klar. Und da sind jetzt. Okay. Gut. Akzeptiert. Warte, nee. Ich gehe trotzdem zurück. Aber ich will trotzdem sehen, wo es. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich ziemlich breit da vorne. Das gefällt mir nicht ganz. Nicht so hektisch hier. Der macht sich super breit. Was ist los mit dir? Doch nicht durch die Phalanx. Seid ihr das Lebensmüde? Das Lebensmüde. Ja, genau. Genau. Warte, ich drehe mich mal ein bisschen. Bisschen nach oben wieder. Bisschen hinter wieder. So. Jetzt ist die Frage, wann er kommt. Wann er kommt. Der Brennerschuss. Ja, da ist der erste. Der macht sich ja richtig, richtig, richtig breit. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt.
Das ist ein Elefant. Hatte er? Der hatte doch Elefanten. Dachte ich. Ah, da hinten, okay. Die Elefanten. Immer auf die Elefanten mit Brand geschossen, weil sobald die Rauten, genauso wie jetzt, braucht es nicht mehr lange, bis der die tötet. Ja, normalerweise. Unser General wird angegriffen. Dein Geleit. Ja, das ist gerade ein bisschen kritisch. Bisschen krass kritisch. Okay, der ist weg, das ist gut. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Geschosse warten auf Ziele! Steinschleuderer! Unser General ist gefallen! Na, ja, das war klar. Der hat einfach zu viel verloren, das ist echt. Und wie schnell die wegkommen, ich glaub's ja nicht. Die Männer wanken. Naja, keine Chance. Krass. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Ja, so unschaffbar ist es aber nicht. Also, jetzt wanken alle. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Aber man könnte es schaffen.
Er hat halt richtig, richtig clever gemacht, dass er von allen Seiten zu mir gekommen ist. Also der hat es richtig, richtig clever gemacht. Finde ich gut. Ach, schau mal, das alles sind Fernkämpfer. Man muss eigentlich nur schaffen, ja, die Fernkämpfer auszuhalten. Weil dann ist, dann kann man es schaffen. Aber sonst... Also man braucht halt übelst gute Rüstung. Und hier kann ich halt nichts machen, weil ja, Fernkämpfer. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Söhne des Ares. Geschossen von Sie. Fielen. Steinschleuderer. Feuer. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Halt mal den einen auf, ne? Ja. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Wie viele... Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Vorbei. Wie viele Fernkämpfer hatte der denn? Schon einige, ne? Ja, der hat ziemlich viel verloren, aber ja. Der war gut, fast 200. Die Fernkämpfer waren jetzt nicht so toll, aber mei. Ich habe halt kaum welche mitgenommen. Warte, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1, 2, 3, 4.
Ja. Heftig, heftig, heftig. Ja. Wow. Wow, wow, wow. Das ist natürlich immer richtig heftig. Gut, ich würde sagen, dass ich den... Ich biete euch diesen Happen an. Und jetzt, wie ein Wolf vor dem Tor, sucht ihr euch besser einen anderen Jagdgrund. Wie anderen Jagdgrund? Ihr habt mich angegriffen. Was soll das? Jetzt, wo meine beiden Armeen da sind, ne? Checkt er erst, dass er niemals Makedonien hätte angreifen müssen. Müssen. Wir dürfen. Aha. So, Alexander. Architektin, anheuern. Gut, also, dann Verteidiger Pellas greifen wir hier an. Mache ich auch automatisch und ausgeglichen. Dann sind die nicht so aggressiv. Die 10.000 gehen mal jetzt hier hin. Ach so, okay. Dann kämpfen wir das mal, aber nicht diese Runde, sondern nächste Runde. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye bye.